Ja, liebe Freunde, nach der Woche der Wahrheit steht eigentlich eine vermeintliche einfache Aufgabe an gegen Braunschweig und damit begrüße ich euch ganz herzlich. Ja, die Eintracht hat uns im Hinspiel 1-0 besiegt und damit haben wir noch eine Rechnung offen. Und allein durch das Topspiel Cottbus gegen Bochum, was wir jetzt parallel schauen werden, könnten wir auf Platz 3 springen, wo die Cottbusser im Moment drauf stehen. So, wir müssen Bajic aus dem Team nehmen, weil er verletzt ist. Und wir lassen das Team einfach so weiterspielen. Wir müssen vielleicht gerade mal die Mails abchecken. Okay. Die Jugend, ja stimmt. Die Jugend, A-Jugend, die stand doch ganz gut da. Assistent. Ergebnisse. Die sind abgefangen worden von Leipzig. Aber jetzt haben sie das Topspiel gegen Leipzig. Aber sie stehen ja auf dem Aufstiegsplatz. Das ist doch gut. Die machen das schon, die machen schon. So, weitere Teams. Cottbus. Parallel wird hier heute geschaut. Der Sieg ist heute möglich gegen Eintracht Braunschweig. Tabelle darf uns erstmal nicht interessieren. Wir schauen uns lieber hier parallel die Partien an. Es geht los in Braunschweig und es geht los in Cottbus. In der Lausitz, wo die Bochumer zu Gast sind. Erste Chance für Eintracht Braunschweig. Dominik Kombela, aber kann die Chance nicht nutzen. Und auch Bochum. Massimo Maltritsch schießt hart von der rechten Strafraumkante aufs kurze Eck. Thorsten Gieschem reißt bei Feuers hoch und rettet zur Ecke. Spannung drin in beiden Partien. 3 gegen 4. Wahrlich ein echtes Topspiel. Und die Chance für Srdjan Baljak, aber Daniel Davari hält den Ball. Viertelstunde rum. Cottbus mit einer kleinen Chance, aber nicht der Rede wert. Wir müssen die Braunschweiger unter Druck setzen. Haben die eigentlich noch. Aber für die Braunschweiger geht es eigentlich um nichts mehr. Es geht nur noch um die Platzierung. Denn der Abstiegskampf, der eröffnet sich ja erst doch ab Platz 12, kann man schon so sagen. Ingolstadt und Braunschweig haben damit nichts mehr am Hut. Und Platz 10 bis 8, da geht es nur um die Platzierung am Ende der Saison. Pauli, Frankfurt sind schon sicher oben und hier kann auch jeder absteigen. Hier kann auch Paderborn, Rostock, Berlin, Aachen, Dresden, Karlsruhe, Düsseldorf, alle können sie wieder abgehen. Und Valeri Domczyski hat sich verletzt, das ist nicht gut, aber wir haben Jürgen Jasula, Gott sei Dank, auf der Bank. Wichtig, dass wir ihn haben. Mit einem Sieg könnten wir auch auf 58 Punkte rücken. Und das wäre dann richtig spannend. Aber wir müssen erstmal den Treffer erzielen gegen diese gut verteidigen Braunschweiger. Viele Chancen gab es jetzt nicht in beiden Begegnungen. Eigentlich eine relativ ruhige erste Halbzeit, aber es gibt jetzt immerhin mal einen Eckball für Cottbus. Und der ist drin. Der ist drin. Cottbus führt 1 zu 0 durch Uwe Hünemeyer. Den Ex-Dortmunder. Die Ecke kommt genau auf den Kopf von Uwe Hünemeyer, der vollkommen frei ist. Dieser hat keine Mühe aus 6 Metern Torhüter Andreas Lute zu überwinden. 1 zu 0 für Cottbus. Das hat natürlich auch Auswirkungen wieder auf die Tabelle. Die Punkte werden jetzt eingerechnet. Hoffe ich mal, dass es gleich passiert. Braucht ein bisschen immer. Okay, Abpfiff. Dann wird das Ganze wahrscheinlich nach der Halbzeit eingerechnet. Dann sehen wir das auch. Ah, ne, jetzt ist passiert. 60. Wir rücken automatisch 1 hoch, weil Bochum hinten liegt. So, und wir stellen mal um. Ich würde mal gerne Daniel Adlung auf rechts ziehen. Und Zvonko Pamić auf die linke Seite. Das gefällt mir eigentlich viel besser. So, und wir motivieren natürlich die Mannschaft. Die weiß, sie muss fighten. Die Frische ist katastrophal. Das habe ich
von Anfang an der Saison richtig verpeilt, da die Frische besser einzustellen. Das könnte uns jetzt im Saisonendspurt den Relegationsplatz kosten. Bleiben weiter einfach auf der Tabelle, gucken uns das einfach doch mal munter an, dieses Wechselspielchen da in den Positionen. Wenn Paderborn wirklich absteigen sollte, hat Proschwitz und Sören Brandy wohl alles richtig gemacht. Den Verein verlassen, anstatt Liga 3 eventuell. Eventuell Liga 1, man weiß es nicht. Wir müssen natürlich dafür erstmal hier Braunschweig bezwingen. Die Bochumer, die geben sich auch in Cottbus nicht geschlagen. Jetzt die Riesenchance und das ist der Ausgleich. Das ist der Ausgleich durch Mimoun Azouak. Eine unglaubliche Kombination mit vier schnellen Pässen mit der Abwehr des FC Energie Cottbus durcheinander gewirbelt. Dann legt Ai den PH auf Azouak ab, der den Ball ins rechte untere Toreck versenkt. Und jetzt stehen wir wieder bei der Ausgangsposition, dass Bochum wieder auf 57 rückt und Cottbus auf 58. Wir könnten eigentlich nochmal wechseln und bringen Exlager rein. Letzte Option, die wir haben. Frankfurt hat im Moment die Zweitligameisterschaft inne. Mit diesem Punktestand, wenn er so bleibt, könnte ich durchaus leben. Wenn wir dann natürlich am 33. Spieltag gewinnen, weil dann haben wir ein richtiges Finale um Platz 3, ein Finale Furioso. Und jetzt die Riesenchance, die Riesenchance, die Riesenchance! Ja! 1 zu 0 durch Jürgen Jasula! Das bringt uns ganz dick ins Geschäft um Platz Nummer 3. Jürgen Jasula! Ganz, ganz wichtig. Damit springen wir von 7 auf 5. Und legen wir nach. Nein, legen wir nicht. Aber Konzentration, jetzt noch 20 Minuten. Beide Partien sind mit Spannung gespickt. Und guckt euch mal die Lücke von 8 auf 7 an. 17 Zähler, ey. Leck mir die Klöten, ey. Das ist eine richtig dicke Summe von 17. 10 Zählern, boah. Und der Abstiegskampf, Spannung pur, von Platz 18 bis auf 12 sind es gerade mal 5 Zähler. Auch wenn nur noch zwei Spiele aufstehen, aber trotzdem. Boah, ist das heftig, liebe Freunde. Und es steht weiterhin 1 zu 0 für uns. Ganz geil und wichtig. Mit dem Unentschieden könnte ich mich anfreunden. Das wäre ein optimales Ergebnis. Es wäre optimal. Mal. Spannung pur. 10 Minuten noch knapp. Natürlich riskiert Braunschweig jetzt alles. Sie werden auch in der kommenden Saison Zweitklasse spielen und wie das tun, das wissen wir ja noch nicht. Wir können ja noch in die erste Liga hochgehen, zumindest den Relegationsplatz erreichen. Das ist das Geile. Ist das spannend? Cottbus 1860, Duisburg führt, Bochum, alle noch mit Chancen auf diesen begehrten dritten Platz. Cottbus würde ihn momentan verteidigen. Und Bochum, Bochum mit der Chance. Bochum mit der Riesenchance. Sie führen in Cottbus und springen jetzt damit auf Platz 3 von 7 auf 3. Unglaublich. Und wir bleiben auf der 5 bestehen. Bochum rückt vor, Cottbus rückt hinter uns. Und dann jetzt geht es von Cottbus von 3 auf 7. Was ist das ein Ding? Also, Leute, das ist ein unglaublich spannendes Finale. Also. Mir fehlen selber die Worte und holen wir hier tatsächlich hier den wichtigen 1-0-Sieg bei Eintracht Braunschweig. Cottbus, geben Sie mir mal eine Antwort. Es gibt Eckball nochmal für Cottbus. Sie werden alles nach vorne schmeißen jetzt, um den Ausgleich zu erzielen. Aber Lute holt den Ball. Nee, hebt sogar die Hand, denn der Ball ging drüber. 89. 90. Plus 1. Schluss für den Cottbus. Und wann ist der Schluss für den Braunschweig da? Yes! Er ist da. Wir gewinnen in Braunschweig. Und das
Und wir sind immer noch dick drin. Dick drin im Kampf um Platz 3. Und Cottbus wohl der Verlierer dieses Spieltages. Von 3 auf 7. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die Energiemannschaft. Ein Schuss auf so und der hat erst den Weg ins Tor gefunden. Dank Jürgen Jasula ist das geil. Und wir gucken uns mal die Stimmen an. Wir haben leider nur bis zum Strafen kombinieren können. Die Nella geht in Ordnung, weil wir zu viele leichte Bälle verloren haben. Wir sind heute sehr zufrieden, denn wir fahren mit einem Sieg nach Hause. Wir wussten, dass es eine schwere Partie wird. Das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit gemerkt. Als wir in der einen oder anderen Situation nicht so druckvoll gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch unsere Chance gehabt und auch das Tor gemacht. Allerdings hätten wir nach dem 1-0 auch noch nachlegen müssen. Das stimmt wohl. Hätten wir machen können, aber es ist am Ende. Egal im Endeffekt. Die drei Zähler sind im Sack. Es ist noch alles offen im Kampf um Platz 3. Mal einen kleinen Schluck nehmen. Daniel Brosinski ist wieder fit. Auch das ist wichtig. Dass wir die Leute haben im Endspurt. Bei so einem Endspurt ist natürlich klar, dass wir da alle Mannschaften in einer Konferenz uns ansehen werden. Das ist ganz, ganz klar. Spieler sind erschöpft. Oh, das ist eine ganze Reihe. Das ist eine ganze, ganze Reihe, liebe Freunde. Ob die das durchhalten? Und das Entscheidende ist ja, das Entscheidende, liebe Freunde, ist ja, dass wir am letzten Spieltag Fortuna Düsseldorf haben. Und die sind noch im Abstiegskampf. Aber ob die damit noch was zu tun haben werden, das bleibt wirklich abzuwarten. Da müssen wir dann auch wieder die Tabelle ein bisschen im Auge behalten. Wollen wir natürlich nicht hoffen, dass die Düsseldorfer da noch was, für die Düsseldorfer da noch um was geht. Das wäre nicht so schön. Auch für Aue dürfte die Messe durch sein und Bayern ist deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch. Für Aue geht es genauso wenig wie für Braunschweig. Die spielen höchstens um die goldene Ananas. Können wir uns ja gerade mal angucken hier. Aue hat 38 Zähler. Für die geht es nur noch um die Platzierung. Und in der dritten Liga, wer kommt da hoch? Ja, in Regensburg, Sandhausen. Das stimmt alles soweit. Und wo ist der andere Verein? VfR Aalen. Ja, der steht da ganz unten. Naja. Regionalliga kommt es auch angucken. Holstein Kiel. Leipzig macht es wieder nicht. Regionalliga West. Fortuna Köln macht den Durchmarsch klar in Liga 3? Fragezeichen. Und Regionalliga Süd, der erste FCN. Zweit. Und die Bayern packen es nicht. Eieiei. Ja, das Spiel gegen Aue und mit den anderen Mannschaften wie Cottbus, Fürth, Bochum, was weiß ich, wer da noch alles im Aufstiegskampf ist. Ich glaube, 1860 war es noch. Und wir sehen wir alles in einer neuen Live-Konferenz. Bis dann, liebe Freunde. Bleibt am Ball. Ciao.